Es ist nach dem Rosenmontagszug das Bocholter Karnevalsereignis. Der europäische Prinzenfrühschoppen. Bereits um 11.11 Uhr beim Einzug der Totalitäten vom gesamten Niederrhein, dem Ruhrgebiet bis hin zu den Niederlanden, kochte die Stimmung im ganzen Saal. Eine Gänsehautstimmung, besonders für das Bocholter Prinzenpaar Georg I. und Wiltrud I. Zum 40. Jubiläum des Prinzenfrühschoppens hatte der Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals interessante Gäste eingeladen. So wirbelten 125 Musiker und Tänzer der Bonner Stadtgarde über die Bühne im Brauhaus. Besonders aber Schlagersänger Nick heizte die Stimmung weiter an. Hier hielt es niemand mehr auf seinem Platz. Gefeiert und getanzt wurde auf den Tischen und Stühlen bis weit in die Abendstunde.